Schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums. Und ich kann da schon mal sagen, es wird ein besonderer Abend. Wir freuen uns wirklich sehr. Es gibt gleich drei Filme aus unserer Hommage-Filmreihe im Oktober zu sehen. Alle Filme stammen aus Österreich und sind dem, ja, das kann man auch sagen, gegenwärtig populärsten und erfolgreichsten Schauspieler und Kabarettisten gewidmet, der bei einigen Filmen auch als Drehbuchautor fungiert. Auch das ist sehr spannend. Es ist uns eine ganz besondere Ehre, dass er heute Abend hier bei uns zu Gast im Kino des Deutschen Filmmuseums ist. Bitte begrüßen Sie mit mir, damit wir direkt loslegen können, Josef Hader. Nochmal herzlich willkommen und ja, auch erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie die Zeit haben. Heute ist ja ein wahnsinniges Programm bei Ihnen. Vielleicht wollen Sie sagen, was alles ansteht heute. Ja, wir sprechen jetzt bis 6:30. Ja. Und dann habe ich Tonprobe im Höchst. Ja, wie heißt denn das genau? Das ist das BIKUZ, Bildungs- und Kulturzentrum. Ja, ich bin mir nicht sicher, Saalbau ist, heißt genau. Das auch Saalbau? Das Saalbau. Gehört im Saalbau, höre ich das. Saalbau ist eine Art Bezirksbildungshaus. Oder, weil es gibt ja in Saalbau woanders auch noch und es hat immer mit Kultur zu tun in den verschiedenen Stadtteilen hier. Ne? Ich war ja im Saalbau Bornheim auch schon mal. Jetzt dachte ich, das wäre sowas wie bei uns. Bürgersaal oder Arbeiterkammersaal, sowas. Wie ist es sowas? Mehrzwecksäle, genau. Ja, es ist eh nicht so toll dort. Sie müssen, genau deswegen kommen Sie ja dann auch wieder nach Indien. Das Gute ist, dass wenn das Licht abgeschalten ist, dass man den Saal dann nicht sieht und dann kommt es nicht mehr darauf an, wie weit die Leute weg sind von der Bühne. Gut, dann spiele ich, dann komme ich nochmal zurück zum Ende von Indien und dann beantworte ich noch Fragen und lese ein paar Szenen von Indien, falls das gewünscht wird. Das ist der Plan. Genau. Und dann um 12 Uhr bin ich depressiv im Hotel, weil plötzlich alles aufhört und niemand mehr was will von mir. Das glaube ich nicht. Bei uns sind wir jetzt länger als 12, das kann ich glaube ich auch schon sagen. Ich würde ganz gern loslegen mit einer Frage, die so ein bisschen noch auch das Kabarettprogramm mit beinhaltet, weil wir uns da ein bisschen mehr auf den Film konzentrieren wollen, logisch, wir sind im Filmmuseum. Sie spielen immer sehr gerne mit Ihrem Image. Sie haben eine Kunstfigur, Josef Hader, entwickelt. Das sieht man auch in den Namen Ihrer Programme. Hader muss weg und Hader spielt Hader. An beiden kann man sich nicht satt sehen übrigens. Also ich habe auch beide schon dreimal gesehen und bin immer noch richtig begeistert. Und ganz prägnant fand ich, dass gerade bei Hader muss weg es einen Satz gibt, wo die Kunstfigur Hader erst aufhört zu granteln und schimpfen, als er von allen Kabarettisten als der beste Filmschauspieler bezeichnet wird, von einem aufdringlichen Fan. Ist das was, was einen auch wirklich persönlich antreibt? Ist das was das auch nochmal vielleicht, man vergleicht sich mit Kollegen und sieht diese Anerkennung als Schauspieler wirklich noch als was Besonderes an? Ich glaube, es ist nicht ungünstig, eine gesunde Selbsteinschätzung zu haben und ich glaube nicht, dass ich ein herausragender Schauspieler bin. Ich glaube eher, dass die Mischung von Schreiben und Spielen und ein künstlerisches Projekt, wo ich außer Spielen noch ein paar andere Dinge dazu machen kann, dass da manchmal vielleicht ein interessantes Ergebnis dabei herauskommt. Was Rollen betrifft, wo ich nicht spiele, sondern wirklich die ich als Schauspieler annehme, ist das sehr selten. Und das ist dann halt eine Rolle, wo ich mir denke, die liegt mir ganz besonders. Aber ich könnte nie davon leben, ein Filmschauspieler zu sein. Ich bekäme viel zu wenig Angebote und zu Recht. Das glaube ich nicht. Sie haben auch mal gesagt in einem Interview gar nicht so lange her, dass Sie es bereuen, dass Sie erst so spät angefangen haben, mehr Filme zu machen und weniger das Kabarett. Als Autor. Als Autor, okay. Oder eventuell auch als Regisseur. Wenn ich jung angefangen hätte, hätte ich vielleicht auch Regie führen können. Das bedauere ich, aber nicht als Schauspieler. Was würde Sie daran reizen, am Regie führen? Halt die Gesamtgestaltung eines Films. Das Konzipieren, das Gesamte halt.
Okay, also auch das Schauspieler führen, das ist ja nochmal eine ganz besondere Kunst. Gibt es Regisseure, wo Sie sagen, ja, mit denen war es etwas Besonderes und Außergewöhnliches? Sie haben auch mit ganz vielen tollen Schauspielerkollegen zusammengearbeitet. Und gibt es vielleicht auch einen Regisseur, wo Sie sagen würden, ja, wenn der anfragt, dann spiele ich quasi alles? Da gibt es einige natürlich, aber die fragen mich nie. Die wissen gar nicht, Wenn Sie dass es Namen, mich gibt, geben wir es aber. weiter. Nein, die wissen gar nicht, dass es mich gibt, aber ich meine jetzt so von den Regisseuren, mit denen ich gearbeitet habe, war glaube ich bei Indien Paul Harata ein sehr guter Regisseur für jemand, der zum ersten Mal Film spielt, weil er uns da wahnsinnig gut einen Freiraum geschaffen hat und immer geschaut hat, dass wir woanders sind, dass wir uns konzentrieren können, dass wir nicht uns verwirren lassen von dem ganzen Filmteam. Er hat uns unzählige Möglichkeiten gegeben. Das heißt, er hat sehr viel Geld von diesem Film investiert in Kamera draufhalten und wir spielen los und hat auf ein paar wahrscheinlich künstlerisch hochwertige Bildideen verzichtet dafür, weil er sich überlegt hat, das ist wichtiger. Das war eine sehr gute Begegnung. Und der Wolfgang Murnberger ist, mit dem ich die Wolf Haas-Filme mache, ist sehr angenehm. Er ist sehr uneitel. Wir sind beide so Leute, die jetzt nicht den Künstler vor uns hertragen und können sehr, sehr gut ohne diese typischen Reaktionen, wie wenn so Männer zusammenarbeiten, gibt's ja, kann man sich ja alles Schlimme vorstellen, so Künstler und so. Man kann sich ja Schon vorstellen, erlebt? wie ja, auch. Und das ist bei uns eben nicht, sondern wir sind sehr unaufgeregt, sehr ruhig, versuchen uns zu überzeugen. Und wenn es nicht geht, hat er natürlich das letzte Wort als Regisseur. Aber er ist auch offen für alles, was man vorschlägt, für Dinge, die man im letzten Moment ändern möchte. Und umgekehrt bindet er einen auch ein in die Gestaltung, in die Postproduktion, in den Schnitt, man ist in jeder Phase dabei und darf ein bisschen mitmachen. Und das ist eine sehr schöne Arbeit. Besonders spannend fand ich ja, dass Sie die Drehbücher zu dritt schreiben. Also da ist ja Wolfgang Murnberger dabei, der Wolf Haas ist dabei und Sie. Und das ist immer so, einer schreibt und zwei kritisieren. Ist das richtig? Wolf Haas kritisiert immer, der schreibt nicht so gerne, weil er sagt, wenn es besser wird als der Roman, ist er deprimiert und wenn es schlechter wird als der Roman, ist er auch deprimiert. Deswegen findet er die Drehbucharbeit nicht sehr prickelnd für ihn als Buchautor. Er ist aber gerne Gesprächspartner und ist auch der oft eine Lösung findet, weil wir zu nah dran sind. Und Wolfgang Murnberger und ich, wir schreiben abwechselnd Fassungen. Wir müssen aber die vom anderen immer übernehmen. Dann gibt es ein Dreiergespräch, in welche Richtung die nächste Fassung gehen soll, und dann schreibt der andere weiter und bringt wieder einige neue Ideen rein, die den anderen nicht gefallen. Und so bewegt sich das meistens bis zu 10 Fassungen. Okay. Der Brenner ist ja auch eine Rolle, die quasi Sie, ja, mit der Sie dann noch auch in Deutschland den kompletten Durchbruch hatten. Das ist eine Rolle, die vielleicht auch Ihrer Kabarettkunstfigur am nächsten kommt, kann man das sagen, von Ihren Filmen? Figuren oder? Zunächst unter Durchbruch stelle ich mir was anderes vor. Also einen echten Durchbruch hatte ich noch nie. Es ist immer so, dass ein bisschen so mehr wird, dann manchmal wieder weniger und so. Also es ist Durchbruch. Wahrscheinlich ist das auch gut, wenn man sowas nicht hat, sondern so in Ruhe immer arbeitet. Das ist Understatement. Man muss sich nur die Preise anschauen, die Sie bekommen haben. Die sind ja auf einen langen Zeitraum verteilt. Da ist auch kein Durchbruch erkennbar, sondern so alle 10 Jahre kommt irgendwas daher. Der Brenner ist mir als Kabarettistenfigur gar nicht so nahe, weil er sehr wenig redet. Ich habe ganz unbewusst dasselbe gemacht, von dem ich jetzt erst vor kurzem gehört habe, dass Clint Eastwood das gemacht hat. Bei Dirty Harry, er hat gesagt, er spielt die Rolle, die schon vorher abgelehnt worden ist von ein paar Kollegen, unter anderem von Steve McQueen. Er hat gesagt, er macht das, aber nur, wenn die Hälfte Text wegfällt.
Und circa dasselbe habe ich gesagt, als mir der erste Brenner-Film angeboten worden ist. Da war ich noch nicht Drehbuchautor und habe gesagt, ja, schon, aber der muss ganz wenig reden. Und insofern ist das nicht so nah an der Kabarettistenfigur, weil als Kabarettist würde ich mit der Wortkargheit von der Figur Brenner sehr schlecht ausschauen auf der Bühne. Das heißt, ich habe ja vom Typus, also vom Charakter. Na, auch nicht. Er ist ein sehr inwendiger Typ, der Brenner, und hat wenig Emotionen. Und ich lebe eigentlich schon auf der Bühne davon, dass ich Emotionen zeige. Ich weine sogar auf der Bühne. Das stimmt. Ja. Also, es tut mir leid, es ist nicht so. Aber es ist, die Filmfiguren haben können mit der Kabarettistenfigur eigentlich nichts zu tun haben. Es gibt nur ganz wenige gute Darstellungen eines Kabarettisten oder Comedian in einem Kinofilm. Der beste ist, glaube ich, King of Comedy, wo Jerry Lewis einen unglaublich schlecht gelaunten Comedian spielt. Das ist wunderbar. Der schaut nur so rein. Man sieht ihn auch nie einen Witz machen. Er kommt immer nur mit angefressenem Gesicht von der Vorstellung, er hört den Jubel, er kommt raus, scheiße, fährt heim, und ist wunderbar. Ist das mal ein Vorbild? Das würde ich gerne spielen, ja. Ja, wir zeigen heute der Knochenmann und Silenzium. Das, ja. Ich wollte nur gerade sagen, dass mit dem Fan und dem Kabarettisten, das Sie vorhin beschrieben haben, da war auch etwas gestohlen aus King of Comedy. Da gibt es die Stelle, wo De Niro sagt zu Jerry Lewis als Fan, so, sie sind genauso ein Arschloch wie die anderen. Und Jerry Lewis, wutentbrannt, sagt sinngemäß, ich bin das Arschloch, nicht die anderen. Sehr gut. Der Brenner, hat der da auch irgendwelche Anleihen dann? Nee, der ist ja eigentlich nicht lustig. Es gibt ja diesen Satz, der auf ihrer Homepage steht, den ich auch sehr bemerkenswert fand. Den ziehe ich mal vor, den wollte ich dann eigentlich später erst sagen. Und zwar geht es darum, genau, bei den lustigen Filmen schreibt er am Drehbuch mit, zum Beispiel der Knochenmann, bei den traurigen ist er nur Schauspieler, bekommt aber leichter Preise. Insofern ist ja Werbungstext, das dürfen Sie nicht so ernst nehmen. Zur Figur Brenner kann ich noch sagen, dass ich überlegt habe, welche Detektivfiguren oder aus Kriminalfilmen oder aus so Filmen halt mir am besten gefallen, und mir ist sofort eingefallen natürlich Gene Hackman, weil French Connection ein Lieblingsfilm ist von mir, aber auch so Lino Ventura, der so immer schlecht gelaunt in seinem Kommissariat sitzt und irgendwie die Fälle nicht richtig löst, sondern irgendwie wartet er und dann klärt sich was auf. Und auch schwer zu spielen, waren, oder? Das waren zwei Vorbilder für die Figur, das kann ich ruhig sagen. Ja, also das ist ja wirklich ein Understatement, wenn Sie sagen, da muss man ja kaum was machen, weil gerade das ist ja oft die große Kunst. Die Leute, die eben einen Witz nach dem anderen reißen und sich vor Spielen kaum mehr von der Leinwand kriegen können, das, die wahre Kunst ist doch eigentlich gerade eben dieses Unterspielen, das, was Sie da auch ganz, ganz viel machen. Sie haben ja Schauspieler auch in dem Sinne nicht gelernt, sondern Sie haben Kabarettist auf der Bühne durchgezogen, wenn man ihre Biografie auf der Homepage, die jetzt im Werbetext, so verfolgt. Aber das hat schon was gebracht, dass diese Bühnenerfahrung zuerst da war, bevor man dann quasi vor die Kamera kam. Ja, der Vorteil ist vielleicht, zum Unterschied vom Theater lebt Kabarett davon im Idealfall. Das ist auch jetzt nicht immer so, dass man bei jedem Kabarettisten da drauf schauen kann. Aber im Idealfall sollte es ein sehr natürlicher Ton sein, den man auf der Kabarettbühne hat, auf dem Brett, und nichts Aufgesetztes, nichts Theatralisches. Und ich habe sehr früh begonnen, Programme zu machen, wo bestimmte Dinge passiert sind und die Leute haben nicht genau gewusst, gehört das dazu oder nicht. Ist die Panne jetzt echt oder nicht? Teilweise war sie eben gespielt und das muss man dann sehr echt spielen. Und ich hatte als Lehrer einen österreichischen Schauspieler, der hieß Herwig Seeböck, der ist schon verstorben, und der war schwerer Alkoholiker und hatte zu einem bestimmten Punkt seines Lebens hat er versucht wegzukommen und trotzdem inspiriert auf der Bühne zu sein, und ist nach England gegangen und hat dort Schauspielmethoden studiert, Strasbourg und so weiter. Und das hat er uns dann so versucht ein bisschen beizubringen, halt viel mit Entspannung, also alles, was mit Entspannung zu tun hat, mit Improvisation, mit der eigenen Sprache, dass man auch, wenn man Shakespeare spielt, das mal in seiner Mundart reden sollte, um einen natürlichen Ton zu finden. Und das waren so, ich habe zwar nie Theater gespielt danach, aber das war
sehr hilfreich dann fürs Filmspielen. Heißt das, Sie machen Method Acting? Naja, teilweise schon. Zum Beispiel, wenn ich also diese Stelle im Programm, wo ich weine, das geht anders nicht. Okay. Sonst müssten Sie sich jeden Abend irgendwie diese Hustensalbe irgendwie in einem unbemerkten Zeitpunkt unter das Auge schmieren. Und selbst dann wird es nach 5-mal, wäre man wahrscheinlich immun und müsste immer größere Portionen Hustensalbe bekommen. Also das ist besser, Sie haben eine Technik, dass Sie weinen können. Okay. Wollen Sie die verraten? Nein, das steht eh in diesen Büchern drinnen, dass man halt... Ja, aber wie Sie es machen? Achso, wie ich mache. Ich denke halt an ein sehr frühes, prägendes Erlebnis von mir. Und das funktioniert. Okay. Und das ist im Film genauso wie auf der Kabarettbühne? Kann man sagen. Nein, das ist schwieriger, weil es nicht jeden Abend ritualisiert ist, sondern weil das so ist, dass man für Emotionen das Problem hat, dass, wenn es viele Takes gibt, dass die Erinnerung nicht hält. Da muss man sich ein neues suchen, manchmal mitten drunter. Der Knochenmann und Silenzium sind zwei Brennerfilme, die wir heute zeigen, und die sind ziemlich unterschiedlich. Der eine ist vor allen Dingen eine Satire auf die Institution in Österreich, die katholische Kirche und die Salzburger Festspiele ganz besonders. Und der Knochenmann, der hält sich da komplett von fern, also solche Attacken gibt es da nicht. War das beabsichtigt, dass man wirklich da komplett was anderes im dritten Brennerfilm dann zeigt, und ja, was zeichnen die Filme für Sie persönlich aus? Also man muss sagen, dass Silenzium so schon ein Schritt war vom ersten Brennerfilm zur Tod, weg von einer Milieukomödie hin zu einem Film, wo wir ein bisschen mehr klassische Thriller-Elemente oder auch Film-Noir-Elemente haben wollten. Und das hat halbwegs funktioniert, allerdings sind uns die Figuren dann ein bisschen schemenhaft geraten, hatten wir das Gefühl. Und wir haben dann gesagt, der nächste Schritt von Silenzium zu Knochenmann wäre der, dass man dass das richtige Charaktere sind und dass das nicht so ja, es ist oft so, in einem bestimmten Genre sind die Bösewichter einfach Bösewichter und man versteht sie eigentlich nicht. Und das ist in Silenzium ein bisschen so. Und wir wollten Knochenmann dann eben jemanden, den man total versteht, wo auch das Publikum bis zum Schluss eigentlich mit dem Bösen mitgeht und ihn versteht. Und auch teilweise auch unterstützt. Und es sich die Sympathien aufteilen, dass man zerrissen ist und irgendwie... den Helden und seinen Gegner wie Lokomotivmann aufeinander zurasen sieht und sich denkt, das wird irgendwann schief gehen, aber man möchte eigentlich, dass beide durchkommen. Okay, also das sind Josef Bierbichler und Sie? Ja. Okay. Wie ist das mit Bierbichler zu spielen? Man braucht einen Tag, um mal wegzustecken, dass man mit Bierbichler spielt, und dann ist es ganz gut. Dann macht er ein paar schlechte Witze, also böse Witze, nicht schlechte Witze, sondern böse Witze. Und man macht selber ein paar böse Witze, versteht man sich sehr gut über Bösartigkeit. Also natürlich über gute Bösartigkeit. Ich meine, dass man einfach über bestimmte Dinge auch gegenseitig sich ein bisschen immer neckt. Und dann ist ein großes Vertrauen, er ist ein wunderbarer Schauspieler, aber auch ein wunderbarer Kollege, es gab nie irgendein Problem oder so, dass er hätte heraushängen lassen, irgendwie, dass er halt, ja. Er ist auch ein ganz tolles Ensemble, die Birgit Minichmayr dazu natürlich, hat die sich da so eingereiht in die Bösartigkeiten, oder war das dann mit der anders? Die war von Anfang an, also die wollte unbedingt mitspielen. Der Bierbichler hat ja gesagt, naja, er möchte noch zwei Fassungen abwarten. Wir sind da wie die Schulkinder zu ihm gefahren am Starnberger See und haben mit Scheitel geschneuzt und gekrampelt, haben wir also vorgesprochen, und er hat gesagt, er wartet noch zwei Fassungen ab und die Figur soll sich noch ein bisschen entwickeln, aber wahrscheinlich macht das. Während die Birgit war ja, bevor es noch das Drehbuch gegeben hat, hat sie gesagt, sie will unbedingt mitspielen. Und wir haben ihr gesagt, welcher Roman, nämlich der Knochenmann. Und sie hat dann den Roman gelesen und hat dann sehr verwirrt angerufen, weil
In Wirklichkeit ist es im Roman so, dass sie schon weg ist, wenn der Roman beginnt. Und am Schluss erfährt man, dass sie ermordet wurde. Große Rolle. Und wir haben dann erklärt, dass wir den Film eben etwas anders machen wollen. Also da ist ein wirklich langwieriger Prozess davor. Der komplette Roman wird ja wirklich umgeschrieben bis ins Letzte. Nicht zwangsläufig, aber manchmal, es kommt darauf an, was wir mit dem nächsten Film wollen. Und Wolf Haas ist ja durchaus einer, der da mitdiskutiert und deswegen ist er dann auch sehr großzügig und geht mit uns gemeinsam manchmal weit weg von der Vorlage, nicht immer. Ich habe gelesen, dass auch ein vierter Teil eventuell im Gespräch ist, der Graz-Roman. Genau, da sind wir bei der zweiten Fassung jetzt von Das ewige Leben. Schauen wir mal. Wann wird uns das erwarten wahrscheinlich dann? Ach, das ist ja so eine Frage. Ja, wir reichen im Frühjahr ein, dann ist die Frage, ob wir sofort finanziert werden und so weiter. Man kann es nicht genau sagen. Wer wird denn das ablehnen? Ach ja, es gibt wenig Geld halt im generell. Ja, der österreichische Film, dennoch, ja, trotz wenig Geld ist er wahnsinnig erfolgreich. Der österreichische Film generell, auch ja, ein bisschen. Ja. Also international, grade, ja. Genau, also viel auch auf Festivals. Sie haben auch das mal verglichen mit Skandinavien und haben gesagt, dass es eben auch daran liegt, dass er sehr authentisch ist, weil er auch eben diese Orte ernst nimmt, wo er spielt und die Menschen, die dort sind. Und das finde ich eben auch, also dass man das wirklich merkt. Und Sie haben gesagt, das ist eben der Unterschied, weil man sich nicht am amerikanischen Kino orientiert und das Riesenpublikum vor Augen hat. Ich wollte nur sagen, es gibt ja auch gute amerikanische Filme, die sich da festmachen. Und es gibt auch gute deutsche Filme, die wo handeln. Aber man kann eben zum Beispiel bei größeren Sprachräumen ist die Versuchung manchmal groß, so eine Art Gummifilm zu machen, der überall und nirgends spielt und der eigentlich nur dazu dient, irgendwie bestimmte Effekte zu bedienen. Und diese Versuchung hat es im deutschen Film gegeben und auch im amerikanischen immer wieder, dass man sozusagen halt so wirklich kalkulierte Filme macht. Und die gibt's, diese Versuchung haben kleine Filmländer nicht, weil einen richtig voll kalkulierten Blockbuster kann man als kleines Filmland nicht machen. Aber es gibt viele schwarze Komödien. Kein anderes Land macht die so genial und populär. Woran liegt das? Was ist am Österreichischen, dass das so gibt, gerade im Filmbereich? Ja, eben einerseits die Tatsache wahrscheinlich, dass es ein kleines Land ist, dass es einerseits es Filme wahrscheinlich ganz gut haben bei der Förderung, auch bei der Filmförderung, die versuchen einerseits keine Allerweltsfilme zu sein, andererseits aber halt auch ans Publikum manchmal denken. Also das gibt natürlich auch andere österreichische Filme, die reine, jetzt mal sage ich mal, Festivalfilme sind. Sonst muss ich sagen, das können viele, also das wenn ich zum Beispiel denke an die ersten Buck-Filme, Kanikels oder wir können auch anders, dann waren das große Vorbilder für uns, als wir begonnen haben, unsere Komödien zu machen. Oder eben natürlich diese Lakonie von Kaurismäki-Filmen oder der schwarze Humor ist generell halt auch in England sehr zu Hause und eines der größten Erlebnisse für mich als junger Student war Brasil zum Beispiel. Das war, da habe ich plötzlich das Kino wieder entdeckt. Okay. Nachdem ich hatte vorher so das Gefühl, dass die richtige Kunst spielt nur im Theater, findet nur im Theater statt. Und das war für mich so der Punkt, wo ich plötzlich gemerkt habe, wo ich zum Filmfreak geworden bin, weil ich mir, das hat mich halt dort abgeholt, wo ich mir gedacht habe, so soll man Satire machen und ich dachte, das könnte man nur auf einer Bühne und das war halt ein Film, der das geleistet hat und viele andere auch noch. Und wo war ich? Am Filmfreak. Ja, ich habe den Faden verloren leider. Ja, ganz schwarzer Humor. Also da gab es viele Vorbilder auch für uns, genau. Ja.
Das ist wirklich spannend. Gerade im Filmmuseum, wir haben ja vorhin gesehen und besprochen, die Ausstellung, da haben Sie ja auch ganz, ganz viele Bezüge eben auch schon geäußert, die Sie eben gesehen haben, wo Sie auch gesagt haben, das war vielleicht auch irgendwie ein kleiner Einfluss. Also das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ja, sicher auch für Wolfgang Murnberger und mich beim Knochenmann waren sicher auch die Coen-Brüder sehr inspirierend, zum Beispiel. Merkt man auch ein bisschen. Es ist gar nicht so österreichisch alles immer. Ja. Wir stehlen uns das auch hier und da wo zusammen. Man merkt es aber nicht, das ist schön. Wir haben nur ganz, ganz wenig Zeit, aber drei Fragen können wir noch machen aus dem Publikum. Also wenn Sie möchten, hier vorne ist direkt die erste Frage. Und dann gibt es natürlich nachher nach Indien auch noch die Gelegenheit, eben weitere Fragen zu stellen. Hallo, ich würde gerne wissen, wie viel vom finalen Produkt vom Film bei Ihnen aus dem Drehbuch stammt, also gerade aus dem Text, also wie viel wird da 1:1 übertragen und wie viel ist, wird am Set dann doch verändert oder improvisiert? Ja. Oder? Von der allerletzten Fassung, wo wir nochmal überarbeiten, wenn wir die ganze Besetzung kennen, dann überarbeiten wir das Drehbuch noch einmal und versuchen auf die Schauspieler hinzuschreiben. Und von einer Probe, wo wir das lesen und wo die Schauspieler auch noch Änderungen anbringen, wird eigentlich nicht mehr sehr viel verändert, außer wir haben ein Problem. Man kommt manchmal an ein Set und merkt, es haut hin und vorne der Text nicht hin. Und dann wird nochmal sehr stark verändert. Ansonsten wird auch nicht vom Blatt gespielt. Man macht sich auch den Text noch am Set zurecht. Aber ganz neue Dialoge entstehen nur, wenn irgendein Riesenproblem auftaucht. Beim Knochenmann ist das zum Beispiel die Szene im Rohbau, wo ich und Birgit Minichmeier den Rohbau besichtigen, den sie mit ihrem Mann gebaut hat, von dem sie sich aber jetzt trennen will. Und da haben wir weite Teile neu entwickeln müssen. Ist auch gut geworden, aber das haben wir wirklich in der Mittagspause gemacht. Aber das ist eher die Ausnahme. So eine richtige Improvisation, dass dann sozusagen der Vorgang vorgegeben ist und einfach eher nochmal probiert, was dabei rauskommt. Wir haben ja sozusagen diese drei Figuren und lassen die mal interagieren. Das nur in der Probe oder so zum Spaß. Ja, eher in der Mittagspause, weil halt das viel Geld kostet, wenn man mit dem ganzen Team jetzt noch improvisiert und versucht. Also wenn wir merken, am Vormittag bei der Stellprobe, wenn wir merken, dass was nicht hinhaut, dann versuchen wir eher in der Mittagspause die Dinge zu lösen noch und sitzen zusammen. Das Gute ist, dass eben dann die Schauspieler da sind, der Regisseur da ist und eigentlich auch die Drehbuchautoren vor Ort sind und dann kann man sehr schnell Lösungen finden. Aber ansonsten ist es so wie auch in Deutschland bei Filmen mit diesem Budget. Der Knochenmann hat circa 3 Millionen, was so das Höchste ist, was man als österreichischer Film bekommen kann, allerdings auch eine Laufzeit, glaube ich, von 110 Minuten. Das heißt, man muss schon relativ viel drehen am Tag und dadurch kann man jetzt nicht ganz großartig noch am Set herumexperimentieren. Wenn man das macht, dann hat man nach 3 Tagen mal ein Gespräch mit dem Produzenten und es gibt Probleme. Wir haben leider nur noch zwei. Bitte nur ganz kurz. Ja. 9 Fassungen haben wir beim Knochenmann geschrieben vorher. So. Haben Sie noch eine weitere Frage? Ansonsten kann ich auch mal noch ein ganz nettes Zitat von Ihnen noch mal bringen. Das finde ich jetzt noch schön, bevor Sie gleich den Auftritt haben. Sie haben gesagt, dass überall dort, wo eine latente Schwermut herrscht, die sich in Aggressionen ausdrückt, da seien Sie besonders gefragt. Und die Leute mögen es, wenn sie jemanden zuschauen können, der noch fertiger ist als sie selbst. Wie ich da drauf war, weiß ich jetzt nicht genau. Was mich interessiert, wie kommen Sie in Frankfurt an? Und außer Alkohol eigentlich kaum Drogen. Zum Beispiel Rauchen trocknet furchtbar aus und deswegen für die Stimme ist das schlecht. Aber es klingt so, als wäre ich eingeraucht. Aber es, in Frankfurt? Ja. Ja, früher war das anders. Früher ist man in eine Gegend gekommen, da war eine Kabarettbühne, da kam Stammpublikum, nicht von einem selber, weil man selber war unbekannt.
Und da saß also das Stammpublikum und man konnte sich einen Eindruck über den Humor der Gegend machen, weil entweder sind die Leute rausgelaufen oder sie waren begeistert. Und da wusste man noch eher über die Mentalität der Menschen Bescheid. Heute ist das leider auch durch die Filme anders geworden und es sitzen weitestgehend Leute drinnen, die wissen, was sie erwartet und die deswegen kommen. Und deswegen kann man das nicht mehr so sagen. Grundsätzlich ist es so, dass in Gegenden, wo hinterhältige Menschen wohnen, zum Beispiel in Bayern oder in Österreich, oder in Gegenden, wo unfreundliche Menschen wohnen, zum Beispiel in Berlin, dass es großartig funktioniert und dass der Humor sich wunderbar überträgt. In Gegenden, wo freundliche Menschen wohnen, hat es am Anfang nicht so gut funktioniert. Aber das hat sich jetzt verwischt. Sprich, hier hat es am Anfang nicht so gut funktioniert. Genau. Ja. In diesem Sinne sagen wir schon mal ganz herzlichen Dank, Josef. Spaß. Genau, danke schön. Ja, dem schließe ich mich an und jetzt geht's gleich los mit der Knochenmann. Danach gibt's Silenzium, alternativ die Weinprobe und ja, danach Indien und dann ist Josef Hader auch schon wieder da. Wird eine Kurzlesung aus dem Theaterstück machen, das er selbst mitgeschrieben hat und dann sich nochmal den Fragen stellen. Viel Spaß heute Abend. Ansonsten, da gehe ich jetzt hin. Dann machen wir einen Wechsel. Ja, keine Frage, sondern eher eine Bemerkung. Ich beneide die Österreicher, dass sie solche Filme haben, so unter anderem solche Kriminalfilme. Bei uns laufen bebilderte Hörspiele im Fernsehen und die Österreicher, die haben solche Kriminalfilme im Kino. Und dann beneide ich die Österreicher auch noch ein bisschen um ihre Schauspieler. Wir haben Leute wie Til Schweiger und Zwei Treu. Moritz Bleibtreu ist nicht so schlecht, finde ich. Er spielt nicht immer. Es ist halt so, sie müssen Filmschauspieler halt auch verstehen, die müssen sich ernähren davon und spielen manchmal in Filmen mit, wo man kann ja auch nie sicher sein, wie gut ein Film wird und so. Ich muss sagen, dass für uns zum Beispiel die frühen Puck-Filme eine große Inspiration waren, ja, und dass ich generell finde, dass ich habe so den Eindruck, ich weiß nicht, war jemand schon beim Gespräch um 18 Uhr da? Ja, ist langweilig jetzt das zu wiederholen, aber dass sozusagen Länder mit, die wo sich Blockbuster auszahlen finanziell, dass die immer der Versuchung unterliegen und dass kleine Länder diese Versuchung gar nicht haben und dass dadurch kleine Länder manchmal automatisch interessante Filme machen, weil das genau die Nische ist für sie, wo sie auch Förderung bekommen. Und dass größere Länder manchmal, da dauert es eine Zeit lang, bis sich das durchsetzt. Ich finde, dass der deutsche Film sehr interessant geworden ist in den letzten 15 Jahren. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo wirklich sehr viele so Gummifilme gemacht wurden, die überall und nirgends spielen und die sehr kalkuliert waren und dass jetzt auch mit einem neuen Regionalismus in Deutschland sehr interessante Filme entstanden sind. Ja. Wie war das denn eigentlich mit Detlef Buck auch mal zu spielen? Das war ja in Blue Moon. War das dann spannend? Oder das war sehr spannend, weil die Regisseurin konnte nicht Regie führen. Den Film zeigen wir auch. Der Regieassistent hat die Macht übernommen. Zu Recht. Hat sich in die Hauptdarstellerin verliebt. Hat immer 10 Einstellungen auf sie gedreht und 2 auf mich. Und Detlef Buck und ich, wir saßen da und haben Wodka getrunken. Ein sehr schöner Film. Die schönste Werbung, die man sich vorstellen kann. Gibt es weitere Fragen? Trauen Sie sich da oben? Ja, beides so entfernt. So, Philipp, ich bin ja nicht nur Fan von Ihnen, sondern auch von anderen österreichischen Filmemachern. Und haben Sie Pläne oder ist irgendwas in Arbeit, dass Sie vielleicht mit Ulrich Seidel oder Haneke irgendwas zusammen machen? Das ist so, Ulrich Seidel kenne ich sehr gut von Anfang an, als er Dokumentarfilme gemacht hat und finde ihn sehr toll.
Wir kennen uns eben von früher. Wir haben sogar mal versucht, was gemeinsam zu machen vor vielen Jahren und dabei daran sind wir ein bisschen gescheitert. Ja? Aber nicht aus Meinungsverschiedenheit, sondern es ist einfach nichts draus geworden und seither macht er sehr gute Filme. Nicht, dass ich dabei bin, er wird natürlich nicht so rasend Gründe haben, auf mich zurückzukommen. Michael Haneke, da kenne ich die Frau gut, die hat ein Altwarengeschäft auf der Josefstädter Straße. ich war mal im Gespräch für eine Rolle, aber dann habe ich die Brenner-Filme begonnen und dann war ich für ihn einfach zu stark was anderes. Ich denke, das ist auch zu Recht so, dass man sich als Regisseurin oder als Regisseur für bestimmte Rollen Leute sucht, die nicht zu stark jetzt mit irgendwas punziert sind. Also zum Beispiel, wenn jemand wirklich der Fernsehkommissar ist im Fernsehen, dann ist er für Kinorollen schwer verwendbar. Ich würde ihn ja als Triebtäter dann verwenden. Also wenn jemand immer der Gute ist, dann würde ich ihn im Kino für sowas Böses verwenden, wenn der das spielen wird. Aber es ist sehr schwierig, mit so Dingen zu operieren, wenn man möchte, dass die Leute vor allem einer Geschichte folgen. Dann ist es schwierig, jemanden zu besetzen, wo alle sagen, jetzt kommt der und der. Der ist komisch normal. Und das in einem Haneke-Film, das ist dann riskant wahrscheinlich, weil selbst wenn ich das schaffen würde, das so zu spielen, wie er will, er da das Gefühl hat, dass das Publikum andere Gedanken plötzlich hat und das will er nicht, weil er ein Kontrollfreak ist, aber jemand, der so gut ist wie er, darf einer sein. Ja, ich denke aber gerade bei Ihnen ist es ja so, dass diese Freiheit noch da ist, was die Rolle angeht. Wenn ich an das halbe Leben denke zum Beispiel, das ist mal eine komplett andere Nummer als die Brennerfigur und als der Aufschneider und ähnliche Sachen. Und das ist eigentlich auch das, was ich schätze, so dass ich den Eindruck habe, dass Sie da noch nicht festgelegt sind und da durchaus auch noch für andere Rollen engagiert werden. Ich würde das unterstreichen und auch gerne veröffentlichen lassen, was Sie gerade gesagt haben. Ich bin so, dass das jetzt nicht Common Sense ist. Also ich spiele auch gerne, wo ich nicht mitschreibe und so. Aber viele Regisseure haben auch ein bisschen Angst davor, weil ich eher halt bei diesen Filmen, wo ich mitschreibe, dann auch schon halt mitmache, auch bei der ganzen Filmsache, bei der ganzen Gestaltung des Films. Und der Wolfgang Murnberger bei den Brenner Filmen, der findet das auch gut, aber es gibt Regisseure, die mich dann nicht besetzen, weil sie Angst davor hätten, dass ich zu viel mitrede oder dass ich weiß nicht, die haben halt Angst ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen ist es für mich in Ordnung, dass ich halt sehr selten Angebote bekomme. Wenn dann so Filme wie Halbes Leben entstehen, wäre das gut. Ich würde gern, wie gesagt, nochmal in einem Film von Karl Markovic mitspielen, weil mir Atmen ausnehmend gut gefällt. Weil ich finde, dass das für mich einer der bedeutendsten Filme ist, die besser als andere, die noch höher bewertet worden sind im selben Jahr. Und ich rede jetzt von Michael. Und ich würde auch gern mal in einem Film von Barbara Albert mitspielen, weil ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, Nordrand von Barbara Albert, halte ich auch für einen der besten österreichischen Filme des letzten Jahrzehnts. Aber wie gesagt, ich bin sehr offen dafür, aber man kann sich das ja nicht wünschen. Man kann sich's wünschen, aber man muss schauen, was passiert. Ist das nicht auch ein bisschen bezeichnend, dass Ein halbes Leben ein Fernsehfilm dann war? Weil, ja, das ist ja so ein bisschen mehr deutscher Film noch dabei und der traut sich dann. Es ist auch ein Fernsehfilm. Mehr, ja. Also in Wirklichkeit ist es ein Fernsehfilm, es ist alles ein bisschen Fernsehfilm, das muss man auch offen sagen. Ist das schlimm? Anders nee. Halt, anders als Kino. Man wird das im Kino nicht so machen. Es ist manchmal ein bisschen ZDF-Fernsehfilm halt. Aber es ist das Thema interessant, nämlich dass man einen Triebtäter darstellt, sodass ihn die Menschen verstehen. Die wollen halt, oder zumindest, dass sie ihn nicht verachten, sondern dass sie seine Schwierigkeiten sehen. Das ist interessant, das ist wahrscheinlich gerade im ZDF-Hauptabendprogramm interessant. Und im Kino, im Programm Kino oder bei Festivals wäre es nicht interessant. Ja? Weil es gibt ja diesen kalkulierten Festivalfilm, der ja ungefähr so spannend ist wie der kalkulierte Blockbuster.
Und da ist eher die Tendenz, Triebtäter so zu filmen wie in Michael, nämlich so, wie sich im Grund jeder einen Triebtäter vorstellt. Und dieses Klischee wird dann auf eine, in gewisser Weise auf eine Art und Weise klug erzählt, und ein klug erzähltes Klischee kommt als intellektuell rüber. Das ist die interessante Sache, die bei sowas rauskommen kann. Also wenn Sie den Film noch nicht gesehen haben, der ist der Abschluss der Hommage-Filmreihe dann in diesem Monat. Achso, den, ja. Ein halbes Leben. Weitere Fragen, trauen Sie sich. Die Chance ist da. Sie hatten ja heute bei nach der Knochenmann schon mal angedeutet, dass Sie sich überlegt hätten, Sie hätten doch früher mal Regie probieren sollen. Und jetzt haben Sie erwähnt, dass Sie auch gerne mal sozusagen da etwas mitsprechen, wenn so ein Film gemacht wird. Was hält Sie denn sozusagen davon ab, das nicht jetzt einfach mal zu probieren? Ich glaube ein bisschen, dass es zu spät ist, dass man sich da als junger Mensch entscheiden muss dafür. Also ich glaube, dass... Also es müsste ein sehr kleiner, sehr persönlicher Film sein. Wenn ich eine Idee dazu habe, würde ich es wahrscheinlich immer noch versuchen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, man hätte früher anfangen sollen. Weitere Fragen? Ansonsten wäre ja auch schon eine Gelegenheit, was sehen. Sozial oder noch was aus Indien, vielleicht noch so im Nachklapp. Was war der erste Film? War das ein besonderer oder ein schwieriger Schritt, dann auch zu sagen, hey, ich mache jetzt auch wirklich aus dem Theaterstück einen Film, oder war das vielleicht sogar schon von vornherein so angelegt, als man das geschrieben hat, dass da irgendwann da eine Verfilmung stattfinden soll? Das war, Indien war ein Theaterstück, wo wir zunächst mal nur etwas wollten. Wir wollten auf einer Kabarettbühne so echte Tragik passieren lassen, das war das Experiment. Also wir haben das richtig auf Kabarettbühnen gespielt, erste Hälfte total lustig, zweite Hälfte passiert plötzlich sowas wie tragische Momente, die überhaupt nicht irgendwie überhöht sind, sondern die einfach so passieren. Und das war im Kabarett ganz interessant. Und dann ist eben ein junger Regisseur gekommen, Paul Harada, und hat gesagt, er möchte das verfilmen. Und wir haben dann zu dritt ein Drehbuch geschrieben. Die Firma hat uns nahegelegt, wir sollten einen großen Film daraus machen mit vielen Personen, und wir haben uns durchgesetzt, haben den Film so klein gelassen mit zwei Hauptfiguren, was eben das Theaterstück auch ausgemacht hat. Ja. Und der Film war dann erfolgreicher als das Theaterstück, das war nicht so erfolgreich. Und warum dann 7 Jahre Pause danach bis zum zweiten Film? Wahrscheinlich, weil ich hatte Angst davor, etwas zu machen, was schlechter ist. Dann habe ich viel abgelehnt. Dann habe ich mir gedacht, ich kann nicht immer ablehnen, und dann habe ich wieder was gemacht. Das ist immer sehr gut. Weitere Fragen noch an Josef Harder? Trauen Sie sich, die Gelegenheit ist eigentlich einmalig. Nein, ich hoffe noch länger zu leben. Haben Sie alle Filme gesehen oder nur Indien, oder haben viele alle oder alle drei? Alle. Was ist besser, Silenzium oder Knochenmann? Nochmal. Handzeichen, das ist interessant. Ja. Komm, Süßer Tod, ja. Ja, ja, genau. Also bei Komm, süßer Tod, das ist mein bisheriger Liebling aus der Reihe. Und der hat so den bisher bösartigsten Humor, finde ich. Wenn, mit der Spenderleber da an der Imbissbude. Und dann dieser Kleinkrieg zwischen den beiden Krankenwagenbetreibern, das nimmt ja schon einiges vorweg, was wir dann zwischenzeitlich bei
diversen Gesundheitsreformen als Folgen damit erleben konnten. War das so geplant, dass man solche Einflüsse mit, oder war das erstmal satirisch überhöht? Das war satirisch überhöht. Ich denke, wir haben im Lauf der Filme, wir wollten halt wohin. Und das Interessante ist, wir haben den ersten Film eben gemacht, dann den zweiten und den dritten immer mit dem Gedanken, wir wollen nicht vom Stil her einen Film so wie den anderen machen, sondern irgendwie uns in irgendeine Richtung weiterentwickeln, kann auch sein in eine falsche, aber halt weiterentwickeln. Und Komm süßer Tod ist so eine Wiener Milieukomödie, kann man sagen, mit schrägem Humor. Und dann haben wir gesagt, wir wollen was anderes. Dann haben wir mit Silentium versucht, so ein bisschen mehr klassische Filmelemente, so Film Noir und Thriller in die Komödie einfließen zu lassen, mit dem Ergebnis, dass die Stimmung des Films, die finde ich ganz ausgezeichnet, die Charaktere finde ich ein wenig flach. Und da sind wir dann auch. War das zustimmen oder ablehnen? Zustimmen, ja. Und dann sind wir zusammengesessen und haben gesagt, eigentlich kann es das nicht sein. Wir wollen eigentlich beim nächsten Film versuchen, dass alles aus den Charakteren kommt und dass man den Mörder versteht bis zum Schluss und auf seiner Seite auch ist und so. Und so ist dann der Knochenmann entstanden. Also es heißt, ich finde auch keinen jetzt richtig schlecht. Ich finde nur generell gut, dass sich das so, also dass man mit der Haltung einen Film nach dem anderen macht, dass man sagt, man möchte was anderes probieren und sich irgendwie weiterentwickeln. Aber ich verstehe, wenn man es von bestimmten Blickwinkeln auch anschaut, dass einem Silentium gefallen kann. Ich mag ihn sehr, ich habe ihn länger jetzt nicht gesehen, ich rede eigentlich Blödsinn, wenn ich sage, ich mag ihn oder nicht, ich habe ihn schon länger, ich müsste ihn jetzt wieder mal anschauen. So. Die erste Kameraeinstellung ist grauenhaft, also ich habe noch nie, in keinem der Filme gibt es eine dermaßen uninteressante Einstellung wie der Beginn von Silentium. Das ist eine Kameraeinstellung, wo ich dem Regisseur wirklich monatelang beschimpft habe, dass man so einen Film anfängt, da kommt das Auto so dahergefahren, einfach so. Und er wollte aber genau das und wahrscheinlich ist das auch gut, aber ich kann es nicht verstehen. Jetzt steht ja der vierte Brenner-Film bevor, der in Graz spielt. Was wird denn da dann die Neuerung sein, wenn es ja bei jedem eine große Weiterentwicklung gegeben hat? Ja, Fortentwicklung. Weiterentwicklung würde bedeuten, dass es wirklich höher hinauf geht. Es meandert so herum. Das ewige Leben ist ein schwieriger Stoff. Der Brenner wacht auf mit einem Kopfschuss im Krankenhaus, den er überlebt hat. Das alles muss man im Film real erzählen. Der Wolf Haas schreibt oft Sachen, die man so liest. Und wenn man das dann als Film machen will, denkt man sich, das ist so unglaubwürdig. Aber als Autor mit seiner Sprache kann er sich da immer sehr elegant oder hat darin, sich vor unangenehmen Fragen elegant vorbeizudrücken. Und man käme beim Lesen überhaupt nie auf die Idee, dass das irgendwas nicht hält. Und dann sucht er den Mörder und er findet halt alte Schulfreunde. Es ist ein Film über alte Männerfreundschaften, über traurige Menschen, die da in Graz herumhängen. Wir finden noch nicht den Dreh raus, wie wir das machen können. Wir sind bei der zweiten Fassung, bei Knochenmann haben wir 10 Fassungen gebraucht. Mal schauen. Aber es ist ein Film über eine fremde Stadt, wo er mal zu Hause war, wo er jung war. Die große Angst ist, dass es nicht so wird wie Silentium, also weil das ja auch eine fremde Stadt ist, wo er so ganz fremd herumläuft. Wir überlegen in mehrere Richtungen. Wir haben 2 Fassungen geschrieben. Ja, wir sind noch. Wir warten lieber, weil das Problem beim österreichischen Film ist, dass nicht viel Geld da ist, um beim Drehen noch viel zu verändern. Es ist besser, man schreibt 10 Fassungen. Und ist sich dann sicher, das kostet weniger Geld. Til Schweiger anrufen, da gibt's Geld. Ich habe ein Filmangebot bekommen, von Til Schweiger in einem Film mitzuwirken. Kurze Ansprache. Ich war leider verhindert, aber es war interessant. Nein, er kennt mich glaube ich nicht, aber irgendwer hat mich da vorgeschlagen. Sie haben gesagt, Sie haben den Knochenmann, oder der Versuch war, ihn mehr aus den Charakteren herauszuerzählen. Wie begegnet jemand wie Josef Hader einem Schauspieler, Giganten, Schwergewicht, Brocken, Monolithen wie Josef Bierbichler? So wie man sich's vorstellt, dass man gehemmt ist einen Tag lang.
Aber wir hatten am Anfang die Szene hingesetzt, wo ich mal total verliere gegen ihn. Das war Absicht, weil da war das gut mit der Hemmung. Das war die erste Szene im Film, wo wir uns begegnen und ich stehe völlig verdattert da und er macht mich fertig. Und das ging gut. Und dann muss ich sagen, dass er wirklich Talent hat mit einigen sehr bösartigen Witzen, über die wir beide lachen. Und ich mache dann auch welche, dass man gleich am ersten Abend mal irgendwie sich versteht und dann ist es einfacher. Ja. Sehr, sehr angenehme Erfahrung. Weitere Fragen? Das Interessante ist, dass man, wenn man mit wirklich tollen Schauspielern spielt, dass es ja eigentlich, wenn man mal Hemmungen abgelegt hat, dass es leichter ist, als mit Durchschnittlichen zu spielen, weil die machen so viel Atmosphäre, dass man dann richtig liegt automatisch mit dem, was man tut. Obwohl ich auch schon gesehen habe in einem Film, wo wirklich ein Schauspieler, Sepp Birbichler, so was Unechtes ins Gesicht spielt, dass ich mir gedacht habe, wie macht er das? Als Vorbereitung habe ich mir das angeschaut, habe mir gedacht, okay, jetzt habe ich keine Angst mehr, so schlimm wird es nicht werden. Verraten Sie auch, Titel? Was das war? Hier Ranke. Jetzt muss man nichts mehr sagen dazu, oder? Ja. Noch weitere Fragen? Und wir sitzen das aus, eigentlich. Sie könnten sich jetzt wünschen, irgendeine Szene aus Indien, die Sie gesehen haben, die ich Ihnen da aus dem Theaterstück vorlese. Aber sie müsste halt im Theaterstück enthalten sein. Nicht alle Szenen des Films sind im Theaterstück enthalten. Ja. Ja, die können wir gleich machen, das ist kein Problem. Die gibt's. Die Schlafzimmerszene. Die spielt da, aber nicht im Schlafzimmer, glaube ich. Ja, da sind sie in einem Gasthaus und saufen sich nieder, glaube ich. Moment, ich muss ein bisschen suchen jetzt. Ah, ja, ja, ja. Ja, wunderbar. Sehr lange Szene, wirklich lange Szene. Ich kürze das jetzt. Wo kann man am besten anfangen? Einen kleinen Moment noch. Ja, gut. Also es ist die vierte Szene, ein anderes Gasthaus. Der Fellner, der Bösel, um zu beschleunigen, dass der Fellner endlich aufsteht und weiterfährt, hat einen Orangensaft ausgetrunken und hat jetzt totale Magenschmerzen davon. Vierte Szene, ein drittes Gasthaus. Fellner und Bösel sitzen am Tisch. Fellner ist begeistert, ein Schnitzel. Bösel krümmt sich vor Schmerzen. Fellner, also sowas habe ich noch nie gehört, dass man von einem Fanta Magenweh kriegt. Das ist mir ganz fremd, Herr Bösel. Obwohl natürlich, wenn man dazu neigt, also wenn man es inkliniert, wie der Lateiner sagt, da hat es einen Geschwind, da muss man aufpassen. Mit so einer Neigung darf man sich nicht spielen. Das ist das erste Schnitzel, er ist ein Schnitzel, seit 2 Jahren, seit der Firmung von meinem Neffen. Eigentlich ist es ja ungesund, aber alle 2 Jahre so richtig sündigen, warum nicht, Herr Bösel, warum nicht? Und dann muss es ein Schweinernes sein, da gibt es keine faulen Kompromisse. Ein richtiges Schweinernes, der meiste Geschmack liegt ja im Fett. Oder jedes halbe Jahr so ein Grammelschmalzbrot, warum nicht, Herr Bösel? Ich trage es immer in den Kalender ein, damit ich weiß, wann wieder Zeit ist für eines. Nicht so wie diese verbotenen Alternativen, freie Liebe und so, aber kein Schmalzbrot. Bösel, zum Wirten, der irgendwo in der Kulisse ist, ein Fernet, ein Doppelten bitte. Und ein Grammelschmalzbrot, danke, ganz lieb, Herr Bösel. Was ich nicht so schätze, ist, wenn die Händelhaxen immer innen noch so blutig sind oder dieses gestockte gelbe Fett bei den Flügeln so ein bisschen ausschaut wie Eiter. Hingegen so ein Schnitzelfett, wenn es einen Tag lang in der Pfanne steht, da fahre ich mit dem Finger hinein, da brauche ich gar kein Brot dazu.
Also, geh bitte, hört auf da und mit dem Fett. Wir zwei, meine Herren, einmal Fernet, einmal Schmalzbrot, danke, ganz lieb. Ösel reißt dem Wirt die Flasche aus der Hand und behält sie. Herr Bösel, haben Sie gewusst, dass Fett und Cholesterin gar nicht dasselbe ist? Die Eskimos zum Beispiel haben überhaupt kein Cholesterin, weil die essen nur Fisch. Die Japaner essen den Fisch sogar roh. Die haben nur Filetblasenleiden. Naja, je nachdem, wie man halt inkliniert. Die Japaner sind überhaupt die Ärgsten, wissen Sie, was die essen? Warmes Affenhirn. Die klopfen den Affen auf, wie wir unser Frühstück sei, und löffeln ihn aus. Mörderisch. Bösel ganz ruhig. Herr Fellner, bitte. Geben Sie einfach jetzt die Pappen holen. Herr Bösel, Sie haben was gegen mich. Seit Tagen fällt mir das schon auf. Da müssen wir drüber reden. Reden wir mal drüber. Was haben Sie gegen mich? Was kann das sein? Ich will nicht reden, ich hab morgen weh. Nein. Da steckt mehr dahinter. Das ist nur der äußere Anlass. Die Ursache liegt tiefer. Liegt es an meinem Outfit, wie ich angehe? Ich will nicht reden. Schauen Sie, schon wieder diese Aggression. Woher kommt sie? Reden wir ganz locker drüber. Oder reden klingt vielleicht hart. Plaudern wir drüber. Verbrunst die, wer Ruhe um. Sehen Sie, Sie werden immer aggressiver. Warum bin ich für Sie so böse? Verbrunst die, du Scheiße. Warum bin ich für Sie eine Scheißhütte? Diskutieren wir das einmal aus. Bösel hält Fellner das Schmalzbrot hin. Durch eine ungeschickte Bewegung landet es in Fellners Gesicht. Pause. Herr Bösel, da müssen wir jetzt gesondert drüber reden. Bösel schaut Fellner an und beginnt hemmungslos zu lachen. Herr Bösel, ich bin ein humoriger Mensch, aber es gibt Grenzen. Entschuldigung, das ist so lustig. Sie haben die Spur jetzt da gesehen. Ich bin wirklich für jeden Spaß zu haben, Herr Bösel. Im Fasching und so auch, wenn der Humor erwacht. Herr Fellner, tut mir leid, komm, sind wir wieder gut. Herr Bösel, ich bin nicht gut. Ich habe das Gesicht voller Schmalz. Jo, schauen Sie, es war nicht so gemeint. Wenn ich ein Schmalzbrot ins Gesicht kriege, interessiert mich das nicht, wie es gemeint war. Trink mal was. Was trinken Sie? Mit Ihnen trinke ich nichts. Herr Fellner, da, er hält ihm die Flasche hin, wenn es Ihnen hilft, schütten Sie mir den Fernet ins Gesicht. Herr Büssel, das ist Ihr Niveau. Wir können uns auch gegenseitig die Nasenhaare ausreißen, das haben Sie vielleicht während der Völkerwanderung gemacht, aber die meisten Menschen heutzutage brauchen das nicht mehr. Jetzt sagen Sie nicht so, ich bin so, Herr Büssel, ich will kein Schmalzbrot im Gesicht. Scheißen Sie denn nicht an wegen dem Schmalzbrot. Wenn Sie noch einmal zu mir scheißen sagen, kann ich mit Ihnen nicht mehr zusammenarbeiten. Haben wir das jetzt abgesteckt? Naja, Sie sind einfach nicht in Stimmung. Herr Bösel, ich bin oft in Stimmung. Ich bin ausgelassen. Ich war in diesem Fasching auf drei Gschnas. Gschnas sind so Faschingspartys, ja? Auf drei Gschnas. Ich war damals in Wien auf diesem fast nackt Gschnas. Und nicht einmal dort hatte ich Schmalz im Gesicht. Was? Sie waren nackt auf einem Gschnas. Fast. Was haben Sie angehabt? Einen Rüstel. Wo? Na wo schon? Der Herr Fellner, ein stilles Wasserl, der hat sich da auf eine Orgie. Es war keine Orgie, es war ein Gschnass. Und was sagt Ihre Frau dazu? Ich bin nicht verheiratet. Umso besser. Und haben Sie eine Tupft? Herr Bösel, ich tupfe nicht. Auf einem Gschnas sind Frauen entweder vergeben oder betrunken. Und wenn eine Frau betrunken ist, habe ich immer das Gefühl, sie meint nicht mich. Wissen Sie, es geht mir nicht immer nur um das eine. Ja, okay, was war da das andere? Ich habe schon einmal eine Nacht lang, Herr Bösel, ich habe eine Nacht lang neben einer Frau nur gelegen und es ist nichts passiert. Ja. Da werden Sie den Rüssel nicht runtergebraut. Es geht ums Genießen. In Indien zum Beispiel gibt es einen alten Hochzeitsbrauch, da liegen sie stundenlang nebeneinander, ohne sich zu berühren. Und irgendwann passiert es dann auf einmal. Aber dann dafür 20 Minuten. Das ist ja pervers. Sind Sie mir nicht besser viel Zeit, haben wir nicht gehabt in unserer Jugend. Wir haben nicht warten können, die ganze Nacht, bis das Christkind in Orgasmus bringt. Wenn wir am nächsten Tag aufstehen müssen, werden wir es aufbauen. Moment, Herr Bösel. Weil Sie Wien aufgebaut haben, kann der Geschlechtsakt nur 2 Minuten dauern, wie bei den Händeln, weil Sie dann gleich wieder auf die Baustelle müssen, oder was? Ich hab Wien nicht aufgebaut. Herr Bösel. In Japan gibt es eine Liebestechnik, da stellen sich die Männer vor, sie machen es mit einem Gummibaum oder mit einem Philodendron, damit sie es länger aushalten. Ja, klar gibt es Weiber, wo du dann nachher denkst, der Gummibaum wäre gescheiter gewesen. Herr Fehler, Entschuldigung, Sie haben nicht verstanden, was ich meine. Sie sind da nicht ein bisschen geeignet. Was, bin ich nicht geeignet? Naja, Sie kommen da nicht mit. Was habe ich nicht verstanden? Naja, was ich... Was habe ich nicht verstanden? Ich habe gesagt, Sie haben die... Was? Wo wollen Sie sagen, ich bin deppert?
Nein. Dann sagen Sie es gerade aus. Wenn Sie finden, ich bin deppert, sagen Sie es aus. Reden Sie jetzt so hinten umeinander. Kommen Sie mal nicht mit den Japanern, die sind sowieso deppert. Die fliegen mit einem Flugzeug gegen ein Schiff und sind hin. Das ist ja kein Vorteil, meine Augen. Und den Fisch fressen sie als eine Roche. Und wahrscheinlich als Beilock den Philodendron, den zwei Herz mehr schaut haben im Bett. Herr Büssel ist ein bisschen unsachlich jetzt. Nein, verstehen Sie mich richtig. Herr Fellner, natürlich kannst du nicht auf eine Frau sofort draufhauen. Natürlich tust du vorher schön reden, schön schauen, ein bisschen was trinken und so. Aber Fellner, im entscheidenden Moment musst du zuschlagen. Das ist wie mit einer Sprungschanze. Du musst im richtigen Moment wegspringen. Da kannst du jetzt nicht fragen, ist das gerade gut für die Schanzen oder nicht. Herr Büssel, wir haben da unterschiedliche Auffassungen. Ich trinke da was. Ich trinke nicht, Fellner, du bist zu wenig lang verheiratet. Ich bin überhaupt nicht verheiratet. Wenn du länger verheiratet bist, soll ich sagen, was ich meiner Frau hergekauft habe zu Weihnachten? Bitte. Naja, so rote Dinge, was das so. Strapse, Fellner lacht. Was ist das so lustig? Was kaufen Sie Ihrer Frau zu Weihnachten? Meiner Freundin. Ja, und was kaufst du ihr? Ein Backel Kaffee, das nicht einschläft neben dir? Naja, was man halt so kauft. Na, was hast du gekauft? Naja, was man so braucht für den Haushalt und so. Na, sag was. Naja, mein Gott, was war das heuer? Ein Mixer. Ein Mixer? Fellner, bist du ein Trottel. Du musst deiner Frau was kaufen, was du selber auch was hast davon. Ich hab was davon, ich trinke sehr gerne ein Bananenfrappé. Vergiss es, das ist mit der Hand rieren. Kaffee Strapse oder Kaffee Stöckelschuh, das soll es anlassen beim Schnackseln, das Leibmann. Wir brauchen das nicht. Du bist zwänglang verheiratet. Ich bin überhaupt, wenn du einmal länger verheiratet bist, brauchst du die Stöckelschuh wie ein bisschen Brot. Oder glaubst du, das ist ein schöner Anblick, wenn du eine ältere Frau liegen hast? Das weißt du ja noch nicht. Das kommt ja erst einmal, wenn du eine ältere Frau liegen hast vor dir, verstehst du? Überall, wo du hingreifst. Wie ein kaltes Grieß kommt. Also bitte! Der blöde Wuchtel. Das, was bei dir alles fett ist. Ich verstehe das nicht so gut. Das ist, dass man zu fett bei dir. Wie ich sie kennengelernt habe, war es noch nicht so. Da war ein Maskenball, hab ich sie kennengelernt. Sie ist gegangen als Dings, wie heißt das? Gina Lolo Brigida. Mit so einer schwarzen Perücke. Nach 3 Monaten hat sie angerufen. Und dann hat sie gesagt, sie ist schwanger. Ne? Haben wir geheiratet. Dabei war das Kind überhaupt nicht von mir, verstehst du, sondern von so einem Feinmechaniker aus Simmering. Die Schlampen, die Dreckige. Ich hab dann Hakel kennen, wie ein Viech für sein Familienhaus. Verstehst du, wie jetzt ja zu Weihnachten die Geschenke. Und am Pölzmantel ist nichts gegangen. Was hab ich gekriegt? In der Trallung oder so. Ich hab da nicht gedacht, dass mich die runterhaut. Ich hab mir gedacht, die ist steppert auf ihr. Ja, Herr Büssel, danke für den schönen Abend. Ich will ehrlich was sagen. Von Mann zu Mann. Bitte. Ich bude sie nur mehr, damit ihr was zu Fleiß tue. Wenn ich merke, sie mag nicht, dann rahme ich mir eine von ganz schräg. Herr Föhner, sing mir was. Ich sing nicht um ein Weitschief, mach mir irgendwas. Danke. Zum Wichsen? Nein, sagen Sie, ich bin nicht vorbereitet. Beim Büssel beginnt der jetzt. Fellner wehrt sich, Büssel greift Fellner aus, sie fallen von den Stühlen. Ja. Ich glaube, es gibt am Anfang viele Dinge, die im Film nicht drinnen sind. Ja? Oder fast alles? Bitte? Alles anders geschnitten, ja, aber in andere Szenen verlegt, ja. Ja, wir haben eher das Problem schon gehabt, dass wir gesagt haben, wir wollen es nicht zu stark auf Pointe haben, den Film, und haben versucht, also Dinge wegzulassen, wo wir gesagt haben, die sind wirklich zu viel und erklären sich aus der Szene nicht. Ich weiß nicht, ich habe ihn auch schon länger nicht mehr gesehen, was ich heute sagen würde, ob es gelungen ist. Aber es gab halt einige Pointen, die im Theater uns eingefallen sind und die wir dann beim Film weggestrichen haben, weil wir das Gefühl gehabt haben, es gibt einen Bereich, der im Kino tödlich ist, nämlich wenn man das Gefühl hat, es geht nur mehr um den Witz und es geht nur mehr um Originalität.
das ist auch, also mein Problem oft bei vielen Filmen, wenn ich das Gefühl habe, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo so absurde Filme immer absurder werden und immer absurder und noch die nächste Wendung und noch toller und noch lustiger und dann habe ich so das Gefühl, ich glaube nicht mehr dran und dann bin ich wie ein Kind, das plötzlich niemand ans Märchen glaubt, dann bin ich beleidigt und mich interessiert der Film nicht mehr. Ja, gibt ja eine gewisse Poesie in dem Film. Was, es gibt eine gewisse Poesie in dem Film, ich übersetze, also ich verstärke das gleich. Die zwei wesentlichen Elemente, die der Regisseur wirklich, finde ich, sehr großartig hineingegeben hat, das ist der Tanz und der Hubschrauber, der aufsteigt, wenn der Fellner stirbt. Und das sind zwei großartige Filmideen. Muss ich sagen, da hat der Regisseur sehr viel dazu gegeben. Und auch, dass es in einer Landschaft spielt, wo viele das Gefühl haben, es ist gar nicht Österreich. Ja. Das ist so die Gegend östlich von Wien, da wird wirklich Öl gefördert, aber wir haben einige Ölpumpen mehr in die Gegend gestellt, damit es auch schon kein Texter, aber es wird wirklich Öl gefördert dort. Und die Grundüberlegung war am Anfang, dass zwei Menschen, die sich nicht mögen, in einer Ebene einander viel ausgeliefert sind als in einer Berglandschaft. Weil in der Berglandschaft braucht er nur über den nächsten Gipfel laufen und der andere sieht ihn nicht. Und der Ebene haben wir das Gefühl gehabt, ist für einen Film schöner, aber auch die Menschen sind darin irgendwie einander ausgelieferter. Weitere Fragen, Anmerkungen? Ja. Und gib's mal durch. Ich habe mich gerade gefragt, ob Sie einen Unterschied feststellen in der Rezeption in Österreich und in Deutschland. Ich bin darauf gekommen, weil mir auffällt, dass sowohl bei dem Brenner-Film als auch bei diesem Film ich Sie, glaube ich, logischerweise aber auf Hochdeutsch natürlich lange nicht so, sind ja nicht nur lustig, aber lustig finden würde. Der Hauptunterschied ist in der Rezeption der, dass im österreichischen Film wir die Blockbuster sind, die kritisch gesehen werden von manchen Filmkünstlern und in Deutschland sind wir voll Arthouse. Wir bekommen viel mehr künstlerische Anerkennung und werden zur Berlinale eingeladen und in Österreich sind wir eher so die Kasperln, die halt irgendwie den richtigen Künstlern das Geld wegnehmen. Oder noch eine Szene? Ich glaube, das eine bessere findet man eh nicht. Ja, okay. Ja. Letzte Chance jetzt. Ja. Es klang vorhin so, als gäbe es Szenen im Theaterstück, die im Film nicht vorkommen. Gibt es da ganze Szenen oder sind wir jetzt von einzelnen Sätzen gesprochen? Aber gibt's ganze Ich kann Ihnen das nicht genau sagen. Ich glaube eher, dass es einzelne Pointen sind, wo wir das Gefühl hatten, dass diese Pointen zu wenig aus der Situation heraus wirklich entstehen. Und die haben wir dann einfach weggelassen aus dem Gefühl heraus, dass es die Glaubwürdigkeit vermindert. Ganze Szenen glaube ich nicht. Es sind einige dazugekommen und wir haben sie auf verschiedene Schauplätze halt verlegt. Und ansonsten haben wir halt versucht, so ein paar allzu krachende Dinge wegzulassen. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, Josef Haller, für diesen wundervollen Abend. Danke, dass Sie so spät waren. Dass ich hier war, auch dass ich das Museum sehen durfte, das ich nicht gekannt habe, das sehr bemerkenswert ist, weil ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so toll ist. Dankeschön. Ich, das weiß ich, aber ich sag, das Museum, habe ich mir gedacht, ja, das wird halt so sein. Ja.
Nein, ich muss sagen, ich war davor im Berliner Museum und habe mir gedacht, ja, okay. Und ich finde es aber hier schöner, weil hier von Anfang an, ich habe das vorhin gesagt, dass dieses Museum so auch von Anfang an, von der Konzeption her und auch von dem, was man am Anfang sieht, zeigt es, dass die Filme zunächst mal die Ursprung haben in der Schaulust, im Zirkushaften, im auch Poetischen und so. Und ich finde, dass das hier sehr gut gelöst ist, diese verschiedenen Seiten des Kinos, die Kunst und das Drama, aber auch so die Schaulust. Ich finde, dass das sehr rund hier gelöst ist. Vielen Dank. Großes Kompliment und danke, dass Sie so lange ausgehalten haben. Es gibt natürlich noch viele weitere Filme in dieser Hommage-Filmreihe von und mit Josef Hader. Und genau, wenn es Ihnen gefallen hat, schauen Sie in unser Programmheft, da gibt es noch einiges zu entdecken. Schönen Abend, gute Heimreise.